Also, heute ist mein letzter wirklicher Arbeitstag als Lernender. Dann gehe ich mal in die Ferien und nach der Sommerferien am 2. August gehe ich ins Grossprojekt FTTS. Das ist das Team, wo ich jetzt gerade auf dieser Baustelle unterwegs bin. Ja, ich muss sagen, das Coolste von meiner 3 Jahre Lehre ist jetzt dieses Jahr passiert, wo ich im Gotthardtunnel durfte Kabel ziehen. Das muss ich sagen, das war so das Kühlste von den ganzen 3 Jahren. Also ich habe mich dazu entschieden, die Netzelektrikerlehre anzufangen, indem dass meine Eltern gesagt haben, ich soll doch mal noch etwas anderes schnuppern als nur Montageelektriker. Da habe ich in mein Berufsheft geschaut, das ich vom Lehrer bekommen habe. Und dann habe ich gesehen, der arbeitet auf dem Ast, hat gute Aussicht. Da habe ich gedacht, komm, dann gehe ich mal schnuppern. Da hat es einfach gerade geklappt, oder? Dann habe ich die Lehre angefangen. Die Elektriker braucht es eigentlich, weil die verbinden. Wir verbinden jetzt Kunden, zum Beispiel die Leute mit anderen Leuten auf der ganzen Welt. Die von der Fachrichtung Energie bringen den Strom vom Kraftwerk zum Kunden. Die von der Bahn, die Fahrleitung machen, die schauen, dass die Züge fahren oder, mit dem Strom. Dementsprechend ist der Netzelektriker eine der wichtigsten Berufe, meiner Meinung nach. Ja, das Schwierigste war für mich eigentlich, das ganze Netz zu verstehen. Oder, weil das ist ja nicht nur eine einzelne Leitung, sondern in diesen Strassen sind Kabel von 2400 bis zu 600, die drauf laufen können. Und das Verständnis für das Netz, das hat mich noch gedacht, das sei so das Schwierigste gewesen von diesen 3 Jahren. Am meisten Spass macht mir das Muffenbauen. Das macht am meisten Arbeit. Egal ob jetzt auf dem Kupfer oder auf Glasfaser, es macht am meisten Arbeit und es braucht auch die meiste Fingerfertigkeit. Einfach rein spleissen, das ist grundsätzlich leicht, aber das Vorbereiten für Spleissen, das ist schwieriger. Oder darum schon das Muffenbauen.